Jetzt noch mal kurz zu den Lackschäden, die wir vorher gehabt haben, die wir da haben. Das habe ich jetzt ausbessert, neu lackiert. Genauso an dem Blech. Und da vorne habe ich auch wieder was gemacht, dass es wieder ein bisschen nach was ausschaut. Ja, was noch aussteht, ist vorne das Gitter, praktisch der Kühlergrill. Der hat da ein bisschen das Rosten angefangen, das muss ich noch machen. Aber sonst passt das jetzt wieder im Großen und Ganzen. Was ich euch noch sagen wollte, das ist ja die Spannrollen, habe ich im letzten Video gesagt, dass die da immer kaputt geht. Jetzt mal schauen, wahrscheinlich läuft die einfach nicht ganz in der Flucht von dem Rämer. Da an den Seiten Holz, schon ziemlich lang jetzt. Genau dasselbe Prinzip. Und jetzt wollte ich eigentlich mal sagen, wie man die, was ich da hergenommen habe für die Spannrollen. Weil ich habe ja keine Dreimaschine und nichts. Da muss man dann immer ein bisschen improvisieren. Und ja, werdet vielleicht überrascht sein, was das für eigentlich mal für ein Teil war. Was macht man jetzt, wenn man eine Spannrollen braucht für einen Keilrämer, keine Dreimaschine hat und nicht angerichtet ist für sowas? Da muss man halt ein bisschen improvisieren und ein paar Sachen zweckentfremden. Und ich habe es so gemacht, ich bin in den Baumarkt gegangen und habe alle Abteilungen durchgeschaut, was kann man jetzt da hernehmen. Und irgendwann habe ich dann einen Teil gefunden, und zwar folgendes. Unschlagbar günstig. Einfach so ein Laufrollen. Und da habe ich noch gesehen, da gibt es verschiedene. Da gibt es auch, die haben innen drin bloß ein Gleitlager und da mit Nadellager. Ich habe eins mit Nadellager genommen. Ja, dann habe ich das gehabt und dann haben wir überlegt, wo lasse ich das, da umlaufen. Weil wenn man keine Dreimaschine hat, kann man natürlich auch keine Achse nicht rein. Dann habe ich ein bisschen weiter gesucht. Und dann habe ich was gefunden. 12 mm Rohr und ich habe es ausprobiert. Passt perfekt. Habe natürlich dann, das ist jetzt ein bisschen verrost. Das habe ich dann mit einem Schmirgelpapier noch ein bisschen sauber gemacht und sauber poliert. Und das habe ich dann abgeflext und an meine Spannvorrichtung hingeschweißt. Beilagscheiben draufgeschweißt, eine links, dass das einen Anschlag hat. Und dann habe ich nochmal ein Loch reingebaut. Mit einem anderen Beilagscheim und mit einem Splint habe ich es noch fixiert, dass das nicht rauskommt. Natürlich davor gut Fett rein in das Lager. Ja, und das hält soweit eigentlich ganz gut. Wie gesagt, das einzige Problem ist, das ist natürlich nicht die stabilste Ausführung. Und wenn die nicht genau in der Flucht läuft, bei der Spannung drückt es ab und zu zusammen. Also die eine Seite hält schon ziemlich lang und die andere geht leider immer wieder kaputt. Da muss ich jetzt mal schauen, dass ich das besser ausrichte. Aber jetzt wollte ich eigentlich sagen, wie aus dem Laufradl Spannrollen mache. Das ist eigentlich gar nicht schwierig, braucht bloß ein Messer dazu. Ein Schnitt später, Gummi ist durchgeschnitten. Fertig ist Spannrollen. Für 1,99 Euro. Billiger geht's nicht. Das wollte ich bloß kurz sagen. Danke fürs Zuschauen. Servus, bis zum nächsten Mal.